So, da bin ich endlich wieder. Es ist, glaube ich, echt schon wieder 3 Wochen, 4 Wochen her, dass ich ein Video gedreht habe. Aber wie ihr hier vielleicht im Hintergrund seht, ich bin immer noch in der alten Wohnung. Ja, da ist dann endlich der Umzug. Also nächste Woche ist der Termin, dann geht es endlich in die neue Wohnung. Und deswegen hatte ich jetzt wirklich so ein bisschen Stress. Mit Uni hatte ich auch jetzt ganz viel Stress und tagsüber kam ich wirklich nicht dazu, ein Video zu drehen. Also seid mir wirklich nicht böse, dass es jetzt wieder 3 Wochen gedauert hat. Im Moment ist es jetzt auch wieder spät abends, meine Rollläden sind runter, es ist saudunkel. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse gehen einigermaßen, aber ich wollte mich nichtsdestotrotz jetzt zurückmelden mit so einem klitzekleinen Collective Haul. Einfach mal wieder sagen, ja, ich bin noch da. Es kommen definitiv noch Videos. Und jetzt gibt's so ein schnelles Video. Ich muss mich etwas beeilen, weil ich habe nur noch 9 Minuten Zeit, weil dann ist die Kamera wieder aus. Ein Mixed-Haul aus Gina-Trikot-Sachen, ein bisschen H&M und ein bisschen Drogerie. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach an. Also wie gesagt, war ich zuerst bei Gina-Trikot. Also wir haben da jetzt seit Ende September eine Filiale in Berlin und ich bin absolut verliebt. Ich bin absolut verliebt in diesen Store. Jeden Früh auf dem Weg zur Uni und abends laufe ich an dem Laden vorbei. Und ja, es ist halt immer etwas gefährlich so für mich. Viel gekauft habe ich noch nicht, aber viel probiert. Ganz tolle, stylische Sachen, auch sehr humane Preise, also sehr H&M-ähnliche Preise, aber vom Stil halt doch ein bisschen britischer, ein bisschen stylischer, ein bisschen würde ich fast sogar sagen Topshop-ähnlich im Vergleich jetzt zu H&M. Und ich habe mir nur 3 Sachen geholt. Die sind jetzt ehrlich gesagt ein bisschen mehr basic, aber ich muss jetzt erstmal anfangen, wieder so ein bisschen meine Wintergarderobe aufzustocken und da habe ich mir einfach so einen cremeweißen, dreckig weißen cropped Strickpullover gekauft für 14,95 und den finde ich wirklich super toll. Mit den passenden Accessoires kann man den auch super gut stylen und es ist halt jetzt so ein Teil, was auf der Stange oder wenn ich euch das so in die Kamera zeige, nicht so toll aussieht, aber angezogen ist der wirklich super schick und auch ganz tolle Qualität. Und dann haben die so eine Auswahl. Oh, Hilfe, Husten. Sorry, ich war auch lange krank jetzt, deswegen auch so lange kein Video. Entschuldigt. Wo war ich? So eine tolle Auswahl an T-Shirts, an ganz ausgeflippten T-Shirts. Und da habe ich mir hier so ein schwarzes T-Shirt ganz schlicht mitgenommen mit so einem, was ist das? Tiger? Panther? Oh, Sandra, Hilfe. Tiger mit so einem Tigergesicht fand ich ganz süß für 9 € noch was und finde ich, kann man halt wirklich auch super abends zum Weggehen anziehen mit einer engen Hose, High Heels, schöner Kette, vielleicht noch einer Klatsch, so als Stilbruch. Und ja, deswegen musste das mit. Und dann kommen wir zum absoluten Highlight für mich. Ihr denkt vielleicht, ja, toll, schwarze Skinny Jeans, ganz, ganz toll. Aber das ist ein absolutes Highlight für mich, weil ich habe lange nach so einer Hose gesucht. Also es ist eine richtig schwere Jeanshose, keine Leggings oder Traggings, die aber high-waisted ist. Also ich habe lange nach so einer high-waisted, super passenden Jeanshose gesucht und die passt auch 1A und die passt deswegen so gut, weil Gina Tricot hat ganz besondere Größen. Gina Tricot hat diese Größen wie Topshop, also diese Petite. So, oder diese Kurzgrößen, weil ihr wisst ja, ich bin nicht ganz so hoch gewachsen, ich bin 1,60 und wenn ich normale Jeanshosen kaufe in der 32, weil so in Deutschland ist, glaube ich, was ich immer so an Längen sehe, so 32 normal und die haben hier halt 24, also die Hose ist eine 24,30, sieht das wirklich mal endlich nicht so lächerlich aus, so dieses, ihr wisst, was ich meine bei diesen Hosen, diese Würste, die dann entstehen am Knöchel, wenn die Hose einfach zu lang ist. Und das ist bei dieser halt nicht. Dann, wie gesagt, kommt dazu, dass sie extrem high-waisted ist, dass sie über den Bauchnabel geht. Die heißt übrigens Kristen. Und ja, jetzt habe ich viel erzählt, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Aber deswegen ist die da das Highlight für mich. Die kam 50 €, war nicht ganz billig, aber für mich wirklich jeden Cent wert. Und die hatten sie auch noch in verschiedenen, also nicht in verschiedenen Farben, aber die hatten sie auch noch in verschiedenen Denim-Waschungen, also in den verschiedenen Blow-Waschungen. Wer da vielleicht Interesse hat mit 2 Paar Ohrringen, weil Gina Tricot hat ganz, ganz tollen Schmuck. Ganz, ganz tollen Schmuck. Und da habe ich mir hier zum einen so eine Studs, so eine goldenen, ein bisschen Vintage-inspirierten Ohrringe gekauft mit so einem dunkelgrünen Stein in der Mitte und so Glitzersteinchen. Die sehen auch super edel aus am Ohr für 10 €. Jetzt kommen meine absoluten Lieblinge und zwar sind das so eine silbernen
so Altsilber. Also das sieht so aus, absichtlich, als wären das ganz alte Ohrringe, die so, na, als wären die schon oxidiert. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Also als wären die schon oxidiert, fand ich aber ganz toll. Also diese also ja, Studs. Diese Nieten-Studs, auch für 10 € und sind meine absoluten Lieblinge, weil die sind wirklich ganz, habe ich selten gesehen, sowas und sehen auch wirklich ganz schick aus. Und dann die zweite mit H&M. Einfach nur mit so, ich weiß nicht, ob ich den schon mal gezeigt hatte, mit so einem Leo-Schal, den es jetzt überall in den Filialen gibt. Ich glaube, der kam 9 € noch was. Und dann habe ich wie verrückt in allen möglichen Stores so einen senffarbenen Schal gesucht. So einen knallsenffarbenen Schal bei Vero Moda, bei Zara, bei Mango, bei H&M, bei Gina Tricot und nirgendwo gefunden. Also wenn ihr einen Tipp für mich habt, wo ich so einen wirklich extrem leuchtenden senffarbenen Schal bekomme, alles finde ich senffarben. Die Accessoires, Mützen, Handschuhe, aber kein Schal. Dann schreibt mir unten in die Kommentare. Ich würde mich wirklich riesig freuen. Aber bei H&M Derided habe ich dann halt diesen muscheligen Schal hier entdeckt. Das ist so ein wuscheliger, puscheliger, ganz dicker, fluffiger Schal. Den habe ich dann mitgenommen. Ist aber, wie ihr seht, nicht Senf. Ist eher so ein Cognac. Ja, Cognac, glaube ich. So ein irgendwie orange, hell, gelb, braun. Keine Ahnung. Fand ich aber wirklich, weil der so schön muschelig ist, habe ich den trotzdem mitgenommen. Für 10 €. Aber wie gesagt, trifft halt nicht ganz diesen Senfton. Und schreibt mir, wenn ihr wisst, wo ich so einen Schal herbekomme. Vielleicht war er auch bei Vero Moda, gab es alles in Senf. Nur kein Schal. Vielleicht war es auch ausverkauft. Keine Ahnung. Dann geht es weiter mit Schüchen von H&M. Ui, ich muss mich beeilen. Und zwar mit so einem wunderschönen Wedges. Super bequem. Also ihr seht, kein hoher Wedge. Aber der hat hier, also dieser ganze Wedge besteht aus Gummi. Das ist eine Gummisohle. Und deswegen ist es wirklich perfekt zum Laufen. Super bequem. Die sind auch wirklich richtig schön dick, weil sie auch leicht gefüttert sind. Also perfekte Herbst-Winterschuhe, auch wenn es jetzt richtig kalt ist. Und so eine Schuhe habe ich jetzt halt wirklich auch gebraucht, weil so eine wirklich dicken Winterschuhe habe ich nicht mehr. Und kam 40 € und hab mich auch gefreut, dass ich die in Schwarz gefunden habe, weil sonst gab es die auch nur noch in so einem braun-orange. Und ich finde so eine Winterschuhe in Schwarz für mich immer besser. Wenn ich nämlich schon farbige Hosen oder so trage, finde ich, kann sich das mit so farbigen Schuhen immer ganz schnell beißen. Jetzt noch ganz schnell weiter mit Drogerie. Und zwar habe ich mir von Essence immer aus einer Limited Edition so eine Handcreme gekauft, also in zwei verschiedenen Variationen. Und zwar einmal Vanilla Apple Pie und Raspberry Chocolate Cookie. Die riechen beide absolut lecker. Also danach könnte ich mir wirklich die Hände oder in die Hände reinbeißen, meine Hände essen. Und eine Handcreme habe ich halt immer in der Handtasche. Und das Beste an denen ist, die kamen jeweils nur 99 Cent. Deswegen sind die mit in die Tüte gewandert. Und dann habe ich mir noch von P2 so einen tollen neuen, der war neu im Sortiment, Nagellack gekauft. In so einem ganz dunklen Schokobraun. So eine Farbe hatte ich nämlich noch nicht und der heißt Coffee Mania. Und sieht auf den Nägeln, hatte ich schon einmal drauf, wirklich super edel aus. Und wie gesagt, habe ich mitgenommen, weil ich so eine Farbe noch nicht hatte. Sonst habe ich immer bloß so ein dunkel Bordeaux oder so ein Schwarz-Rot. Und ja. Und das war's von mir schon wieder. Es war jetzt wirklich nur so ein klitzekleines Lebenszeichen, dass ich noch da bin. Und die Kamera ist jetzt gleich aus. Deswegen wünsche ich euch allen wie immer einen wunderschönen Abend, Tag, Mittag, früh, wie auch immer. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.